So, ein Mittelweg gibt es nicht. Jetzt können wir uns mal hier um die... Für den Verag. Erlöst einzige Chance, Zugang zum Donnerkampf und dessen Geheimnis zu erlangen, ist Ardatak zu einem Jagdwettkampf herauszufordern. Der Sieger erhält die Führung über den Verag und Zugang zu dem Berg. Dann mache ich doch erst die Untersuchung der Überschwemmung des Tals. Also warte mal, hier, machen wir erst das hier, oder? Dachsknochen, super. Finde ein Schienenteil. Wo soll das sein? Da oben irgendwo, ne? Ich will erst die Nebenaufträge fertig machen, dann die besonderen Aktionen und dann hole ich mir den Wähler. Tack. Oh mein Gott. Oh Wähler, tack, oder? Wo muss ich hin? Hier. Mal eben kurz das machen. So. Ich lauf querfett ein. Da halte ich mich erstmal fern von. Darauf habe ich nämlich gerade keine Lust. Das ist ein... Hier, sehr gut. Da brauche ich mich gar nicht vorbereiten. Dann das Viech könnt ihr behalten. So. Hier stecke ich jetzt hier so einen Stift im Arsch und dann kannst du dich mit den anderen prügeln, damit die mich in Ruhe lassen. Viel Spaß, mein Junge. Oh. Okay, jetzt geht da hin. Hahaha, ihr Wichser! Zack! So, den ganzen hier ist dafür der einsammeln, weil der ist ein Dachs. Ah. Motherfucker, direkt drei Pfeile reingeballert in das Vieh. Braucht deine Knochen, aber du hast keine Knochen. Doch woanders, Junge. Das muss die Höhle sein, von der der Schamane sprach. Sieht tief aus und auch nicht natürlich. Perfekt. Ich dachte, sie versucht sich wenigstens festzuhalten. Damit ich ein bisschen Weg spare, aber nein, die lässt sich einfach nur runterfallen und tot. Ah, und dann halt so. Du bist auch eine Pfeife, Aloy, ne? Alter, ehrlich. Bin ich hier nicht allein. Können die denn ausgelöst worden sein? Die anderen beiden jetzt. Einer der Metallvögel. Naja. Ja, mit dem Blauglanz. Beschädigt. Schätze, die Banuk waren schon hier. Hier wurde was herausgetrennt. Vielleicht finde ich noch eine dieser Flugmaschinen. Alte Kampfjets. Tak, 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 Lootfinger. Ist da noch Blauglanz? Da ist so eins. Halt dich einfach. Streck doch mal die Arme aus, ey, Leute. Ich finde diese blauen Lichter hier, diese kleinen Dinger, finde ich so geil, ne? So, müsste es bei Sims oder so geben. Das Aloy Erweiterungspack. Ich sollte meinen Fokus einsetzen und sehen, was. Und sehen, was. Oh, da kommt jetzt da rausgefahren. Hm, wohl doch nicht fest verankert. Jetzt kann ich hinüber. Wow. Hm.
Ich habe random eine Figur gefunden, okay? 3 von 6 schon. Das war zwar nicht der Plan, aber... Hier könnte etwas sein, das mein Fokus erkennen würde. Hier könnte etwas sein, das mein Fokus erkennen würde. Ich muss nur da hoch. Ach, bin ich da vorbeigesprungen? Ihre Hand rausgeschickt. Das Türschloss. Oh nein. Ich muss es einstellen. Wenn diese dämlichen Techniker denken, sie könnten einfach hier reinkommen und an den Drohnen herumfuschen, haben sie die Rechnung ohne mein Pflichtbewusstsein gemacht. Ich setz mal das Holoschloss zurück. Echo, Sierra, Echo. Ja, ich weiß doch, Aloy, bitte beruhige dich doch, bitte. Lass mich doch erstmal umgucken. So, was haben wir hier so Schönes? Da geht er weiter, das ist schön. Achso. Verstehe, Mr. Blevins. Ich wollte keinen Haufen fliegender Kameras. Ich will Sicherheit, keine Überwachung. Und Sicherheit heißt Feuerkraft. So wahr Gott mein Zeuge ist. Ich werde nicht mit Platzpatronen schießen, falls und wenn ein schwerer Terrorakt diese Einrichtung entweiht. Mein Fokus könnte etwas finden, das mir entgangen ist. Was soll mir denn hier noch entgangen sein? Die Kiste habe ich doch gar gelootet, oder nicht? Ja. Hier unten drunter vielleicht? Hä? Ne, hier erstmal nicht. Die macht mich ganz kirre mit ihren Aussagen. Habe ich mal Angst, dass ich hier irgendwas übersehe. Ah, hier ist die Wand hinter, ne? Hier eingeschlossen wurde. Verstehe. So, bevor mein Fokus irgendwas finde, was mir entgangen sein könnte. Montageschiene. Das brauche ich. Dann muss ich das hier mitnehmen. Das sollte leicht abgehen. Ja, damit. Ich zeige das dem Schamanen in Sangesgrund. Hier hinten noch irgendwas. Wäre ja perfekt, weil man nicht unbedingt dahinter schaut. Und man sich so denkt, hey, hey, hey. Hier ist aber sehr viel Heal-Stuff. Das heißt, hier müssen gleich irgendwelche Monster wahrscheinlich kommen, oder? Ich habe den Schatten doch. Da ist er doch. Ich habe den Schatten schon gesehen. Freund, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber man nennt mich Aloy die Maschinentöterin. Und das nicht ohne Grund. So viel Blauglanz an dem Ding und ich habe nur ein so ein Ding abbekommen. Kein Platz. Kein Platz. Also meinen Speer verbessern, ne? Na, da bin ich ja mal gespannt. So, bei wem? Da unten. Alter, ist er weit weg. Leck mich am Arsch. Mal sehen. Ich kriege jetzt nicht so einen übelst OP-Speer.
Ich bin kein Jäger geworden, um vor Herausforderungen davon zu laufen. Bitte wo? Die Osseram und ihr lächerliches Frauenbild. Wie viele großartige Krieger haben sie schon ignoriert? Ach, da unten. Reden mit Kamut. Kamut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat Kamut. Mein Freund macht den Speer besser. Dann geht's mir richtig gut. Sollte ich das... Schamanengeheimnisse spricht man niemals aus. Sollte ich das hier für dich finden? Binde es an den Speer. Befestige damit das. Erstmal. Du findest mehr, ganz sicher. Warum hilfst du mir? Das blaue Licht verblasst. Die Maschinenlieder enden. Und was genau tut das Konklave? Sitzen, singen, beobachten. Es reicht. Wir müssen kämpfen und du? Du bist ein Kämpfer. Wir teilen ein Ziel. Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht mal, was das Ziel sein soll. Aber ich danke dir. Spar dir den Dank. Handle lieber. Jetzt kann ich meinen Speer mit Teilen modifizieren. Gar nicht schlecht. Ich könnte jetzt auch meinen Speer verbessern. Oh, ja, nein, ich wollte mich nur ermuten. So. Sieht der besser aus? Sieht der cool aus? Oha! Damn, der sieht richtig sick aus, der Speer. Holy shit. Okay, ich kann jetzt den Speer modifizieren. Herstellen. Speermodifikationen. Geil, dass ich davon so super viele habe. Aber bis jetzt nie verwenden konnte, ne? 27, zack. Du hast eine Modifikation an deine Speer angebracht. Wir danken dir dafür. Hier eine Errungenschaft. So, 24, zack, 75 Damage. Bam, bum, beats, bats. So. Hier hat noch irgendwer eine Quest. Man darf nie selbstgefällig werden. Ein wahres Wort, mein Freund. Das wahre Wort zum Montag. Tolle Leistung im Jagdgebiet. Oder Dienstag. Kein Problem. Man tut, was man kann für die Leute. So, den werden wir später enthaupten, entthronen. Habt ihr was Neues? Oha, guck mal hier. Verbessertes Schmiedefeuer. Verbesserte Sturmschleuder. Achso, die kann ich mir quasi jetzt kaufen auch, ne? So ein Bogen. Ich habe 13 Blauglanz. Würde ich mir gerne holen. Das ist der Scharfschussbogen, ne? Einfach um zu sehen, ob die mehr leuchten. Wenn ich so einen leuchtenden Angriffsbogen habe, würde ich... Sie sind noch nicht lange her. Würde ich schon mich freuen. So, was hast du für ein? Ich habe ein Angebot für dich. Ach, da ist sie ja. Vaga, oder nicht? Nee, ist sie nicht. Hab gelogen. Ich dachte, sie wäre jetzt ja auch hier, aber... Mal, ich will auch so ein leuchtendes Anzuggedöns haben von dem Banuk. 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 Wir fahren zum Banuk. Haben wir irgendwas, was wir verkaufen können, was nur für Geschäfte da ist? Nee, kann man alles aus dem Craft benutzen, ne? Alte Ruinen. Ja. Ja, da kann ich verkaufen, die Schnellreisepakete. Alle. Hä? Ach, geh. Nee. Das wollte ich nicht verkaufen. Okay. Was hast du da drin? Blauglanz? Ich brauch das. Ein poliertes Amulett, super. Was kann ich tun, Burgrend? Beklage mein verlorenes Glück. Endlich habe ich ein paar Banuk gefunden, die mit Fremden handeln. Und plötzlich sind sie weg. Drei Banuk-Jäger schlugen vor ein paar Tagen auf. Keine Vorräte, schlechte Ausrüstung, keine Ahnung, wie man Maschinen ausbeutet. Sie baten mich, sie für eine Reise auszurüsten. Und
Du kennst mich, Aloy. Ich bin sentimental. Sie bekamen's auf Kredit. Sie haben nicht bezahlt. Tja, sie wollten. Schau dir nur dieses Donnerkieferherz an. Aber das ist ewig her. Und ich mache mir Sorgen um sie. Sie können keine Teile sammeln? Was meinst du, sie konnten keine Teile sammeln? Nicht ungewöhnlich bei Banuk. Das ist Schamanenarbeit. Jäger erlegen die Maschinen, Schamanen nehmen sie aus. Kein Schamane unter den dreien. Nur zwei Halbstarke, die sich streiten. Und dieser große, lächelnde Bursche. Wenn Banuk eigentlich nicht ohne Schamanen jagen, was hat es dann mit ihnen auf sich? Das weiß ich nicht. Aber Hammer auf Stahl. Es ist jedenfalls keine glückliche Geschichte. Warum bist du besorgt? Sag mal, Burgrind, sorgst du dich um ihr Wohlergehen oder um das deiner Börse? Ein Mann kann sich um zwei Dinge sorgen. Aha. Was hast du denn mit ihnen ausgehandelt? Was ich dir sagte. Ich war einfach nur großzügig, Aloy. Sie bringen mir das zerstörte Herz und ich gebe ihnen trotzdem noch eine Chance. Ich habe sie etwas anderes holen lassen. Du hast sie seither nicht gesehen. Keine Spur. Also, sie gehen? Sie baten dich, sie für eine Reise auszurüsten. Eine Reise wohin? Nicht sicher. Aber ich hörte, wie sie über das Sonnenreich sprachen, als sie dachten, ich höre weg. Also verlassen sie das Banuk-Gebiet. Vernünftige Idee. Aber das Ganze wirkte nicht wie ein Ausflug ins Grüne. Sie flüchten vor etwas. Ich werde sie finden. Ich bin kein Schuldeneintreiber, Burgrend. Wenn ich sie suche, dann um zu sehen, ob es ihnen gut geht. Natürlich, natürlich. Beim Feuer des Schmieds. Entschuldigung. Ich mag diese Idioten sogar. Der weiche Stahl der Jugend und so. Aber wenn du sie tatsächlich finden solltest, könntest du sie an unsere Abmachung erinnern. Eine Versenkerkralle, eine Sehne von einem Pirscher und ein Schnappmaulzahn. Wenn sie mir das liefern, ist ihre Schuld beglichen. Mehr als das. Aber pass auf, dass sie sie nicht zu sehr beschädigen. Ich überleg's mir. Zuletzt gingen sie Richtung Nordosten. Da kann man gut Maschinen jagen. Wenn sie dir den Aufwand wert sind, kannst du dort nach ihnen suchen. Warum sieht er eigentlich so eingeölt aus? Als wäre The Rock bei Fast and Furious. Wie du erlegt hast. Finde die jungen Verak-Jäger. Na klar machen wir das. Wir lassen die Jungen nicht alleine. Wir müssen unsere Junioren doch beschützen. Scheint Burgrenz vermisste Jäger zu sein. Oh. Mal kurz speichern. Kann ja nicht schaden. Ja? Sind die drei zufällig ein Osserer Mensangesgrund namens Burgrenz? Jungs, dieser Schwindler hat seine Dienstbotin zum Eintreiben geschickt. Ich bin keine Dienstbotin. Ich soll für Burgrenz Teile sammeln. Oder wollt ihr ihm weiter kaputten Müll verkaufen? Kaputten Müll? Die Herde zieht schon bald weiter. Keine Zeit für Streit. Wenn sie helfen will, lassen wir sie doch. Schön. Wir erlegen diese Maschinen. Wenn du unbedingt helfen willst, geh voran. Was soll ich killen? Erledige die Maschinen. Welche Maschinen? Alle hier? Jenner? Was ist denn das? Dämonischer Versänger. Ich zeig euch jetzt mal was, Kinders. Das passiert, wenn man mit Osaram zusammenarbeitet. So. Erstmal bist du dran. Oh, damn! Ich weiß, ich geflogen bin. Ja. Mein Freund. Ja, erstmal schwimmen. Danke, Aloy. Ja. Jesus Christ. Ja, Hammer. Aua. Probier jetzt mal hier. Und mach mal eine Pause. Ja,
diesen... Was ist eigentlich dein Problem da? Mann, das ist wieder so random hier, Alter, weil die alle ineinander stehen. Alter, es ist so random. Die stehen einfach alle ineinander, backen ineinander rum, die Viecher. Leck mich am Arsch. Und die Plebs war da useless. Du wolltest mit uns über Burkan reden. Reden wir. Ich hab eine Eule getötet, Alter. Ich fühle mich so schlecht. Erledigt. Ihr drei seid wirklich nützlich im Kampf. Na, danke. Nicht, dass wir Hilfe bräuchten. Wir kommen auch ohne dich gut klar. Da sagt Burgrenn was anderes. Er sagt, ihr wolltet mit einem zersplitterten Donnerkieferherz zahlen. Was? Das ist übertrieben. Es brach nur in zwei Teile. Okay, wir haben keine Zeit. Kommt schon, Jungs, zurück auf die Jagd. Wir brauchen noch zwei Teile für Burgrenn. Warum die Eile? Wir wollen von hier weg, so schnell wie möglich. Mehr musst du nicht wissen. Warum verlasst ihr den Schnitt? Wir könnten auch nach Ban-Ur. Uns von Ornekor töten lassen. Beim blauen Licht, Orkai. Warum schreibst du unsere Geschichte nicht gleich für alle sichtbar in den Schnee? Es gab einen Streit mit dem Häuptling unseres alten Veraks. Wir fanden, jemand anders sollte uns leiten. Er fand das nicht. Schien ein guter Zeitpunkt zum Aufbruch. Also reisen wir ins Sonnenreich. Ein zerstörtes das Sonnenreich, also. Von hier ins Sonnenreich. Ein weiter Weg. Sollte sich lohnen. Um zu überleben, sollte man wissen, wann man geht und wo man hingeht. Ja, und in diesem Fall bleiben wir so weit es geht von Ban-Ur fern. Wir haben genug von rotem Schnee. Was habt ihr vor, wenn ihr ankommt? Was tut ihr dann, um zu überleben? Also, was zählt ist, dass wir dort ankommen. Und dazu brauchen wir Scherben. Wenn du uns also entschuldigst... Zerstörtes Donnerkieferherz. Dieses Donnerkieferherz, das ihr Burgrenn... Eine Frage, in Ordnung. Ist es nicht egal, dass das Herz in zwei Teile gebrochen war? Kann man es nicht einfach reparieren? Natürlich kann man es nicht reparieren. Ich wollte nur... Oh, ich wette, dieser Osseram-Betrüger könnte es. Er wollte uns nur einen neuen dummen Auftrag geben. So schlimm ist er nicht. Ich mag Burgrenn. Du magst ihn? Tulemak, er hat uns in den Schnee geschickt, wo ein Donnerkiefer uns fast zertrampelt hätte und... Jungs, Schluss jetzt! Oh, immer wenn jemand dieses blöde Herz erwähnt. Hier ist die Versengerkralle. Ich hab die Versengerkralle, die Burgrenn wollte. Dann fehlen nur die Pirschersehne und der Schnappmaulzahn. Dann behalte es lieber. Du kommst schließlich zur nächsten Jagd mit, oder? Ich schätze, irgendjemand muss auf euch drei aufpassen. Gut, dann musst du wohl mitkommen, aber... Denk nicht, du wärst eine von uns. Die blutigen Schneewehen akzeptieren keine neuen. Blutige Schneewehen? So willst du unseren Verak nennen? Ja, klingt nicht toll, Tatei. Oh, deine Namen sind auch nicht besser. Du, wir gehen nach Nordwesten. Zu den Ruinen bei der Hohlhalle. Wir warten dort. Ich kann auch nicht mitkommen. Wir haben diese Herde zerstört. Alter, ist das ein weiter Weg wieder? Ja, leck mir doch die Nüsschen. Ja, ich komm direkt dahin. Nee. So, dann wollen wir das junge Blut mal unterstützen. Maschinenareal Trampler. Hört sich ja jetzt schon wunderbar an. Ich wünschte, ich könnte der Waffe mehr Schaden geben. Hiervon hätte ich gerne das Panorama gesehen. Tiger!
die Herde. Alle bereit? Im Ernst? Wir sind stets bereit. Los geht's, auf Sie, Feuerfäuste! Nein, grauenhaft. Ein ziemlich schlechter Name. Netter Versuch, Urkai. Vergiss es. Lass uns was umlegen. So, das ist dämonischer Plünderer. Plünderer und Ziege. Oh, hier ist auch ein Pirscher. Ich sehe dich. Ja, fuck you, Alter. Sorry, der Kater hat eben einen Blödsinn gemacht. So. Wo ist denn hier mein Stein? Oh, da ist noch ein. Noch ein Plünderer. Ein Pirscher. Ist das ein Hecken? Okay. Kann ich? Ach, das Feuerschutztrank. Ich wollte den Verstärkungstrank da reinballern. Ich mir den reindonner. Und dann hier mit Baller. Oder vielleicht Dings herum da. Anti-Blitztrank. It's a trap! Dein Leben endet hier. Dein Leben endet zwischen Maden. Ich bin unter deinem Bett. Deine Eltern haben gelogen. Da was Heilendes, ja. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Wo ist die Tante? Ach, da. Weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber mir geht's besser. Aloy, hast du das Bauteil? Na sicher, na klar. Und ein Teil weniger. Noch eins, dann könnt ihr's Burgrenn zurückzahlen. Es fängt an, sich echt anzufühlen. Ich glaube langsam, dass wir es hier wirklich wegschaffen. Ich dachte, dass wir keine Woche ohne Nukoni schaffen würden. Aber seht uns an. Wer ist Nukoni? Nukoni war eine Freundin von uns. Sie forderte den Häuptling heraus für den Verak. Sie schafft das nicht. Nein, wenn du die Geschichte erzählst, dann richtig. Sie wurde umgebracht. Könnt ihr deshalb nicht nach Banur zurück? Was geschah mit Nukoni? Machen wir erstmal so. Was ist passiert? Wie habt ihr Nukoni verloren? Sie forderte ihn zu einem Jagdwettkampf heraus. Ohne Kurt, verdammt! Er war nicht mal halb so gut wie Nukoni. Rate mal, wer wieder ins Lager zurückkehrte. Ohne Kurt, grinsend wie ein Schnappmaul. Oh, wo ist die kleine Nukoni? Wir spürten Nukoni im Wald auf, fanden sie unweit des Ausgangspunkts. Ihr Genick war gebrochen. Ich will sie nicht so in Erinnerung haben. Aber manchmal kann ich nur noch daran denken. Tut mir leid, Tatai. Sie muss dir viel bedeutet haben. Euch allen. Warum den Häuptling herausfordern? Nukoni forderte ihn heraus? Warum? Onnekut schmückte sich mit Macht und Autorität, wie andere sich mit Edelsteinen schmücken. Wenn man ihm die Füße küsste und ihn mit falschem Lob übergoss, erhielt man beim Jagen Vorteile. Der Verak war gespalten. Einige heuchelten Onnekut ihre Treue vor. Und der Rest von uns wartete, dass es besser wird. Bis Nukoni. Sie war die beste und mutigste von uns. Sie war die Stellung bezog. Könnt ihr deshalb nicht nach Banur zurück? Seid ihr deshalb fortgegangen? Wegen der Sache zwischen Nukoni und dem Häuptling? Onnekut wusste, Nukoni war unsere Mentorin, unsere Freundin. Wir mussten gehen.